Hier der 1911er mit dem Extended Magazine ist halt echt geil. So, verpiss dich jetzt. Hätten wir das auch. Oh, du brauchst noch eine. Aber langsam... Oh, shit. Ja, jetzt wird's wieder kritisch. Brauchen wir dann... Müssen wir zu härteren Methoden... Ach, ich kann über den Container drüber schießen. Das ist gut zu wissen. Das ist sehr gut zu wissen. Hier ist gar nichts genehmigt. So, da kommen noch mehr, okay. Von wo kommen die? Sag es mir. Scheiße. Der Mann ist tot. Wo ist der hin? Was ist das jetzt? Es kommen bestimmt wieder welche von links, ich spüre das. Nein, die kommen nicht von links. Okay, Waffe wechseln. Zack. Zack. Okay, das müssten die letzten sein. Wen meint er damit? Die Cops? Zieht das Schwein aus der Freiheit. Scheiße, jetzt komm. Ich spüre, das ist nur noch ein Gegner. Ja, ja, klar, da ist ein Gegner. Nee, das ist ein Bulle. Oh nein, da kommen sie. Ah, nice, das Auto war doch nicht so im Weg. Nice, der hat den selber umgebracht. Ich dachte schon, es wäre schon wieder sein Tod. Doch, verpiss dich. Ja, Kollege, ich lass dich jetzt alleine, ne? Du brauchst nicht glauben, dass ich jetzt dich mitfahren lasse. Du hast mir genug Sorgen bereitet. Gehen jetzt einfach mal die Mission abgeben. War ja letztendlich gar nicht so schlimm. Ich habe mich halt am Anfang wieder extra doof gestellt, damit es unterhaltsamer wird, ne? Ist eh klar. Boah, soll ich jetzt irgendwie mal was machen oder so? Also so einkaufen gehen, waffenmäßig? Oder meint ihr, wir schaffen die Mission? Nein, wir schaffen die Mission noch. Ich bin davon überzeugt, dass wir die Mission jetzt noch innerhalb von 10 Minuten ungefähr schaffen werden. Dann habe ich eine Stunde lang aufgenommen und dann brauche ich mal wieder eine Pause hier. Komm, Baby, zeig, was du drauf hast. Ja, also mit dem Auto fahren wir auf jeden Fall nicht weiter, weil das scheiße ist. So. Drei chinesische Bosse soll ich erledigen. Das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen viel für 10 Minuten, aber wir geben unser Bestes. Junge, wenn mein Hund nicht gleich die Fresse hält da. Ja, ich denke, wir können die Mission... Ja, ich habe mich gerade dazu entschieden. Ich wähle den Freitod. Komm, bring mich um. Danke sehr. Und so brauchen wir wirklich nicht starten. Weg damit, Mann, sonst knallt's. Nix. Was fällt dir eigentlich ein? Ja, das hast du jetzt davon. Ja, ein bisschen nachladen. So. Auf ein neues. So, können wir das Auto da nehmen? Okay, die sind ja praktisch hier die Bosse. Da sind so viele Bullen unterwegs, Mann. Schaffe ich ja nie. So, jetzt gucken wir mal. Hier wird von überall geballert. Bingo. Aber wirklich von überall. Ich glaube, das ist die letzte Mission, oder so, wie es hier abgeht. Von wo? Als ob du von da hinten triffst. Jetzt hört er mal auf mit der Scheiße jetzt. Wie viele kommen da noch? Kann mir das mal einer sagen? Vor allem der eine ist da drin, ne?
Können wir da einen Molotow-Cocktail reinschmeißen? Shit. Von irgendwo wird halt geballert, aber ich weiß nicht von wo. Und da draußen sind die ganzen Bullen, da will ich jetzt eigentlich nicht rein. Ich glaube, da bist du. Das war jetzt aber keiner von den Bossen, ne? Alter, die Bullen, die werden mich so ficken, wenn die mich gleich sehen. Ich muss ja auf jeden Fall in Deckung bleiben, Mann. Von wo? Oben ist keiner. Da kommt einer. Da bist du, du kleiner Pissermann. So. Geh mal bitte weg und gib mir mal ein bisschen Munition. Das wäre auch mal eine Maßnahme. Ihr habt doch alle Munition dabei, ne? Muss ich jetzt doch mal ein bisschen sammeln hier von euch. Ihr habt alle schon wieder... Nice, Tommy Gun Mission. Tommy Gun Mission, genau. Tommy Gun Munition. Das kommt mir jetzt gerade recht. Du bist gerade in mir gespawnt, ja? Das ist unfair. Das ist fucking unfair. Ich hatte so einen guten Lauf und dann ploppt er da einfach aus dem Nichts auf. Ja, sowas fuckt mich immer ab. Nee. Wisst ihr was, Leute? Dann machen wir jetzt was anderes. Das ist mir jetzt zu viel. Ich werde dann erstmal noch ein bisschen einkaufen gehen. Munition auffüllen. Leben auffüllen. Und solche langweiligen Dinge halt. Und dann werden wir in der nächsten Aufnahmesession diese fette Mission hier machen, weil ich bin fast der Meinung, dass das vielleicht die letzte Mission sein könnte. 83%, nee, dann kann es eigentlich noch nicht die letzte sein, aber die scheint mir dann noch ein bisschen heftiger zu sein. Da muss ich mit frischer Energie rangehen. Ich habe jetzt in der letzten Stunde so viel Scheiße gelabert, das hat echt an meinen Kräften gezehrt. Unglaublich. Ich habe das Gefühl, ich fahre hier gerade 30 Mal im Kreis oder so, ne? Okay, rein da. Sehr gut. Ach ja, genau, das war der Waffenladen. Ich habe mich gerade schon gefragt, hä, was will ich eigentlich hier? Mit den Bullen im Nacken kreuz ich da nicht. Ich muss die Bullen abschütteln. Okay, dann machen wir jetzt was anderes. Machen wir jetzt das. Blöder Wichser, misch dich nicht ein da, das ist eine Polizeioperation. So. Fuck, ey, wenn ich leben will, muss ich hier sofort verschwinden. Den nehme ich noch mit hier. So. Alter, der Waffenladen ist doch jetzt safe geschlossen, oder? Wenn hier vorher rumgeballert wird ohne Ende. So. Oder schießt du nicht? Jo, okay. Ja, sehr freundlich von mir, dass du mich einkaufen lässt. Das finde ich... Weil das Zeug, was du da hast, das habe ich ja eh schon wieder alles. Da müsste ich schon wieder zu Harry gehen, ey. Ich habe aber keinen Bock, zu Harry zu gehen. Aber ich habe Bock drauf, Bullen loszuwerden. Ich muss die loswerden. Aber sowas von dringend. Komm, ihr merkt gar nicht, dass ich da bin. Einen U-Turn, einmal ums Eck rum, zur Telefonzelle und dann wäre das Ganze schon wieder geklärt hier. Wir müssen uns dann nicht immer gleich bekriegen. So. So, jetzt aber aufpassen, dass ich die nicht wieder platt fahre, bevor ich sie benutzt habe. Danach kann ich sie natürlich gerne platt fahren. Alter, die Telefonzellen sind das geilste Feature in dem Spiel überhaupt. Und wann entdecke ich das? Im fucking dritten DLC kurz vor Ende. Unglaublich. Unglaublich. Ja, der Jimmy. Hab das übliche Anliegen. Und das auch nur, nachdem ich darauf hingewiesen worden bin von einem treuen Zuschauer. Ja, blas. Komm, wir nehmen unser pinkes Auto. Das hat bis jetzt noch immer Glück gebracht. Pink oder rosa? Was ist denn das? Sehr rosa, ne? Hör auf. Ich werde jetzt nicht fighten mit dir. Das gehört jetzt mir und damit Buster. Hey,
Oh, guck mal, da vorne ist direkt ein Häuschen oder eine Wohnung von mir. Da können wir eigentlich speichern gehen jetzt. Müssen wir wahrscheinlich nur wieder 30 Kilometer außen rumfahren, dass wir da hinkommen. Ich versuche das mal ohne Navi, ja. Manchmal. Schauen, ob das was wird. Oh, ein Tanker, den könnte ich zum Explodieren bringen mit meinem Auto. Nee, das lassen wir lieber. Das lassen wir lieber. So, das müsste doch jetzt hier links irgendwo... Müsste da mein Apartment sein oder was auch immer das ist, keine Ahnung. Das könnte ich den ganzen... Genau. Manchmal kriege ich Ehrfurcht vor mir selbst. So, ach, wisst ihr was, wir tun das Auto einfach stehen lassen. Es ist eh scheiße, ich will das nicht in meiner Garage. Da stehen genug schöne Autos drin. Brauchen wir nicht. Darf sich ein anderer nehmen. Was ist denn das? Lol. Ich habe echt noch nie ein fucking Badezimmer in Mafia 2 gesehen, weil ich die Tür anscheinend nie gefunden habe. Keine Ahnung. Ja, das Fenster anstatt dem Kühlschrank, das haben wir jetzt auch schon zum 30. Mal gemacht, den Fehler. Noch schön hochheilen und dann einmal speichern gehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann.